Meine liebe Freunde, wie geht es euch? Ich musste abdunkeln, denn das heutige Thema ist sehr gefährlich und wir reden heute über Maßnahmen bei Kriminellen, also besser gesagt die neue Technologie, die da zur Anwendung kommt, falls das wirklich wahr ist. Und es ist leider wahr. Schauen wir uns zuerst einen Kurzfilm an, den ich übersetzen lassen habe ins Deutsch. Und dann reden wir über dieses Thema. So, willkommen zurück und let's start. Willkommen bei der Cognify, eine Einrichtung, die zur Behandlung von Kriminellen wie Patienten entwickelt wurde. Anstatt Jahre in einer eigentlichen Gefängniszelle zu verbringen, konnten Gefangene ihre Haftstrafe hier in nur wenigen Minuten beenden. Cognify könnte eines Tages künstliche Erinnerungen direkt in das Gehirn des Gefangenen erzeugen und implantieren. Diese komplexen, lebendigen und lebensechten Erinnerungen werden in Echtzeit mit AI-generierten Inhalten erstellt. Je nach Schwere des Verbrechens und der Strafe der Probanden könnten die Erinnerungen auf die Rehabilitationsbedürfnisse der jeweiligen Probanden zugeschnitten werden. Die durch Cognify implantierten künstlichen Erinnerungen würden nahtlos in die vorhandenen neuronalen Netzwerke des Gehirns integriert, wodurch kognitive Dissonanz verhindert und sichergestellt wird, dass das Probanden die Erinnerungen so erlebt, als ob sie real wären. Das Konzept von Cognify bietet einen neuen Ansatz zur kriminellen Rehabilitation, der die Art und Weise verändert, wie die Gesellschaft mit Straftätern umgeht, indem sie sich eher auf Rehabilitation als auf Bestrafung konzentriert. Erstens wird der Gefangene die Wahl gegeben, entweder 10 Jahre in einer Gefängniszelle zu verbringen oder eine schnelle Rehabilitation durch künstliche Gedächtnisimplantation zu suchen. Wenn der Gefangene sich für eine schnelle Rehabilitation entscheidet, wird das Cognify-Gerät verwendet. Als nächstes unterzieht sich der Gefangene einem hochauflösenden Gehirnscannen, um eine detaillierte Karte ihrer neuralen Wege zu erstellen. Diese Gehirnkarte hilft, das Cognify-Gerät anzuleiten, um bestimmte Gehirnregionen zu zielen, die für Gedächtnis, Denken und logisches Denken verantwortlich sind, wie Hippocampus, präfrontale Rinde, Amygdala, Parietallappen und innere Cingulate Cortex. Sobald die Zielgehirnregionen identifiziert sind, wird Cognify dann um den Kopf des Gefangenen platziert. Die Intensität und die Art der künstlichen Erinnerungen werden dann je nach Verbrechen angepasst. Im Verstand des Verbrechers würde die Zeit anders langsamer vergehen als im wirklichen Leben, sodass sie jahrelange künstliche Erinnerungen in nur wenigen Minuten erleben. Synthetische Erinnerungen werden je nach begangener Straftat und der einzigartigen Gehirnstruktur und psychologischen Profil des Individuums angepasst. Gewaltstraftäter könnten Erinnerungen erleben, die Empathie und Reue auslösen sollen. Ihr Verbrechen aus der Perspektive ihres Opfers sehen, ihren Schmerz und Leiden aus erster Hand spüren. Einige Erinnerungen sollen Folgen und Trauma auslösen. Solche Erinnerungen könnten die langfristigen Folgen gewalttätiger Handlungen simulieren, wie z.B. die Trauer der Familie des Opfers oder das körperliche und emotionale Trauma, das das Opfer erleidet. Künstliche Erinnerungen könnten eine breite Palette von Verbrechen abdecken, darunter häusliche Gewalt, Hassverbrechen und Diskriminierung, Unterschlagung, Insiderhandel, Diebstahl und Betrug. Das Cognify-emotionale Regulationssystem kann Neurotransmitter und Hormone modulieren, um bestimmte emotionale Zustände wie Reue oder Reue zu induzieren, was für die Rehabilitation von entscheidender Bedeutung ist. Echtzeitüberwachungs- und Feedbackmechanismen können die neuralen Reaktionen des Gefangenen während des gesamten Prozesses verfolgen, sodass das System die Rehabilitation in Echtzeit mit neuen visuellen, sensationellen und realistischen Inhalten anpassen und optimieren kann, um die langfristige Wirkung der Therapiesitzung sicherzustellen. Die Erinnerungen könnten permanent werden, vollständig in den Verstand des Subjekts integriert werden, als ob sie Teil ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen wären. Während die Probanden sich einer Therapiesitzung unterziehen, werden wertvolle Daten von allen Gefangenen in einen zentralen Computer für die wissenschaftliche Forschung gesammelt, der dazu beiträgt, den kriminellen Geist zu verstehen und den besten Ansatz zur Bekämpfung von Verbrechen in der Gesellschaft zu bestimmen. AI-getriebene Analyse könnte die Funktionalität des Geräts verbessern und zukünftige Verfahren auf der Grundlage von gesammelten Daten und Erkenntnissen optimieren. Cognify könnte verschlüsselte Speicher für sensible gefangene Informationen und Rehabilitationsdaten enthalten. Ein kompaktes und tragbares Design würde es ermöglichen, Cognify überall auf der Welt zu verwenden. Es wäre aus langlebigen Materialien konstruiert, um häufigem Gebrauch standzuhalten. Das energieeffiziente Design würde eine lange Betriebsdauer gewährleisten und die Notwendigkeit häufiger Aufladungen reduzieren. Es würde die Möglichkeit haben, nahtlos in andere Gefängnissysteme wie Sicherheitskameras und biometrische Identifizierung zu integrieren. Nach Abschluss der Therapiesitzung könnte die Familie der Probanden einen umfassenden Bericht über die neuen künstlichen Erinnerungen, die implantiert wurden,
zur Verfügung gestellt werden, wodurch sie die Möglichkeit bieten, sich an die neuen positiven Persönlichkeitsmerkmale der Probanden anzupassen. Das Subjekt wird dann wieder in die Gesellschaft freigelassen, um ein neues Leben abseits von Verbrechen zu beginnen. Das Konzept der Cognify könnte das Strafjustizsystem revolutionieren, indem es die Notwendigkeit von Langzeitinhaftierung und damit verbundene Kosten erheblich verringert. Traditionelle Gefängnisse benötigen erhebliche Budgets für den Bau, die Instandhaltung, die Personalausstattung und die Pflege von Gefangenen, einschließlich Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung und Rehabilitationsprogrammen. Durch die Ersetzung der verlängerten Haftstrafen durch kurze intensive Rehabilitation durch künstliche Gedächtnisimplantation könnten die Kosten für die Instandhaltung von Gefängniseinrichtungen und die Unterstützung der Häftlinge drastisch niedrig sein. Die aus der geringeren Haft- und Wiederholungsquote eingesparten Mittel könnten auf andere kritische Bereiche umverteilt werden. Dazu könnten Bildung, Gesundheitswesen, Infrastrukturentwicklung, Sozialprogramme oder Forschungs- und Entwicklungsinitiativen umfassen, die der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. Durch die schnellere Rehabilitierung der Straftäter könnte die Cognify sie in die Lage versetzen, sich früher in die Gesellschaft wieder einzubinden und zur Erwerbsbevölkerung beizutragen. Diese erhöhte Produktivität könnte die Wirtschaft ankurbeln und Steuereinnahmen erzielen, wodurch die anfänglichen Investitionen in solche Technologien weiter ausgeglichen werden. Eine erfolgreiche Rehabilitation durch Cognify könnte zu sichereren Gemeinden, zu senkenden Kriminalitätsraten und zu verbessertem sozialen Wohlergehen führen. Due de ge, dies dapat mempunyai impact positivo sarong auf individui, family, den societies secara keseluruhan, contributing to a future lebih stability and prosperity. Neben der Behandlung von Kriminellen könnte Cognify auch zur Behandlung schwerer Gedächtnisverluste verwendet werden, indem sie Patienten helfen, sich an ihre vergangenen Erinnerungen zu erinnern. Es könnte auch Patienten mit PTSD behandeln, indem es positive Erinnerungen implantiert, die die negativen ersetzen. Also wenn man denkt, dass es verrückt ist, dann wird es immer noch verrückter. Und ich lese euch jetzt einen Artikel vor in der wissenschaftlichen Zeitung. Und zwar heißt die Science Times. Und Cognify ist ein revolutionierendes neues Geschäfts- und Gefängniskonzept, das künstliche Intelligenz und Gehirnimplantate nutzt, um die Genesungszeit von Kriminellen von Jahren auf Minuten zu verkürzen. Ich meine, der Artikel geht noch weiter, aber ich werde den Artikel verlinken, damit ihr das selber lesen könnt. Natürlich stellt man immer den medizinischen Vorteil im Vordergrund, wobei, den kann ich Ihnen jetzt schon bereits, also das ist meine Meinung, sagen, dass das wahrscheinlich gar nie eintreten wird. Also ich meine, für das Gute, für die Menschheit, denn sowas, wenn das wirklich kommt, und das wird kommen, weil sie sind wirklich voll dran, diese Cognify, diese Unternehmung hat bereits Milliarden eingespült an Kapitalien. Es kann also nur noch losgehen. Und wenn man aber dabei noch bedenkt, wie unsere heutigen Politiker bereits mit uns Menschen umgehen, könnt ihr euch mal vorstellen, was passieren würde, wenn sowas tatsächlich angewendet wird. Ich glaube nicht, dass die heutigen Politiker die Grenze erkennen können, was gut ist und was schlecht ist. Weltweit ist ja das Gesetzessystem oder besser gesagt die Gesetze so ausgerichtet, dass wenn du Geld hast, dann kannst du dich wehren und wahrscheinlich noch Recht bekommen, auch wenn du in Unrecht bist. Wenn du kein Geld hast, ja dann, mein lieber Freund, dann kommt AI zu tragen. Also so kommt mir das vor. Weil wer garantiert die Gerechtigkeit? Ich meine, in solchen Fällen schafft man ja immer so komische Ombudsmänner und Abteilungen, wie bei der Presse, bei den Medien und bei verschiedenen anderen, bei den Banken zum Beispiel, die wiederum von denen selber finanziert wird. Also die Ombudsmänner, die wir hier haben in der Schweiz, also nicht hier in der Schweiz, die werden ja alle von der Gegenseite finanziert. Da gibt es keine Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass das, was wir da jetzt gesehen haben, dass das in die gleiche Richtung gehen könnte, wenn nicht schlimmer. Also ich weiß ja nicht, was du dazu meinst, zu dieser ganzen Geschichte mit AI, und ob du schon bereits mal
AI angewendet hast, wie ChatGPT und solche Sachen. Ich würde mal so sagen, ich habe das gemacht, weil eben zum Arbeiten ist das ja noch nützlich. Das Problem eben ist, man kann dort keine Grenze setzen. Weil, stell dir mal vor, wenn AI so weit entwickelt wird, dass es selber denkt, selber Entscheidungen fällt. Es braucht keinen Mensch mehr dazu. Es braucht nicht mal eine Regierung dazu. Wir können alle Politiker abschaffen. Alles von AI geführt. Das wäre zwar nicht mal so schlecht. Ein Witz, aber es könnte sowas passieren. Weil, wie gesagt, die Grenze erkennen, das werden die bestimmt nicht. Jetzt hau doch mal in die Tasten rein und sag mir, was du davon haltest. Also, hast du das überhaupt schon gehört? Von diesem revolutionären Gefängnis, Methode. Ist dir das bekannt? Und wenn ja oder wenn nein, das würde mich interessieren, was du dazu meinst. Oder bin ich da der Einzige, der das so denkt? Also, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke, tschüss!